Ja, hallo ich hier, meine Lieben, und willkommen zurück zu Let's Play Skyborn. Ja, immer noch kein Internet, jetzt schon der siebte Tag in Folge und die keine Ahnung wie viele Aufnahme. Das werdet ihr zwar erst ein paar Wochen wahrscheinlich später sehen, den Kram hier, aber naja. Jedenfalls, das letzte Mal waren wir jetzt hier stehen geblieben. Im Kolosseum haben gegen Dessian gekämpft, beziehungsweise gegen Ellas Freund da halt, der sich als Dessian ausgestellt hat, dass Dessian sein Nachname ist, und ich würde mal sagen, wir gucken mal, ob wir uns hier noch umgucken dürfen. Und ach nee, ich glaube, das war ja das, stimmt ja. Das war halt das Kolosseum, also das Kolosseum, wo wir kämpfen durften. Und würde ich sagen, gehen wir uns mal vorwärts und gucken mal, was das alles noch uns zukommt. Nüsterung, okay. Ah, keine Zwischensequenz, nun gut. Soll mir recht sein. Ich bin irgendwie ein bisschen müde, als eine Zwischensequenz, okay. Now remember, we just need to breathe through here and act normal so that no one suspects. Would you look at this place? Oh, good God. When Jessica sees this, she's going to... Durchdrehen. This is the most gorgeous, beautiful, amazing, shiny thing. My eye. It's absolutely cannot withstand such beauty. I think I shall faint that away. Yeah. I thought so. Make sure you faint away from the edge, Jessica. They built this place for winged folk. People, the airship dock, focus please. South side of town, post haste. Okay. Also ist das jetzt sozusagen eine Stadt von den Skyborns hier, denke ich mir mal. Ja, macht, ist ja logisch, ne? Und ich kenne immer nur ihre Namen, wo das eigentlich keinen Sinn macht, aber egal. My husband, Daryl, seems to think New Stormbrook is the future. You see, if you haven't noticed, there's a bit of a divide amongst the Skyborn. Half of us are of the idea that our ancient homeland, an old Stormbrook, is a relic of the past, while the other half is upset that the Skyborn Dominion seems to be making this place its new center of power. I don't expect dirt stompers to grasp the inside of politics of our society. Carry on with your business. Ja, ihr mit eurer blöden Scheiße Hebeligkeit, ey. Would you look at that? I haven't seen a human here in months, years even. You didn't hear it from me, but some of us wish to see your kind eventually share full privileges and rights we Skyborn have now. Probably won't happen with the Empress as well as the Centurion of the Skyborn Legion, so bent on conquest and possibly even what they are calling demographic cleansing. Dark days ahead of us, that is for certain. Okay. Wieder ganz schön viele Leute zum Reden. Muss ich ein bisschen lauter machen bei mir. Was sagst du? Astoria. Oh. Well then, I suppose you grunt-bound people's and aren't as frightening as that he'll say. Das ist irgendwie kein Schild, dass wir eigentlich rumlaufen. Look over there at the girl with the purple hair, Neela. She's a soprano at the Odeon. Voice more haunting than a siren song. Okay, das hört sich aber nicht gerade nett an. My word, keep you distant from me, you peasants. I have nothing on my person for you to abscond, keine Ahnung, wie man das ausspricht, ich weiß es nicht. Nun ja. Oh Gott. Viel zu viele Wege. Alter. Any business you have in New Stormbrook can be done in the city proper. No admittance to the palace unless you can.
You guessed it, fly! Ja. Dumme Wortspiele sind dumm. Naja. What are you doing? Blackstone transactions are always done in the inner office of the palace. Get over here before I drop you wingless worms over a ledge. Halt die Fresse, du blöde Wichser. Oh, Bräter Eingogel, den kennen wir doch, oder? Oh, greetings. I was just discussing the impending doom of your race as the Stormlook Dominion looks to extend its reach to the west. Viridia, Dannenberg, Osgard, all lie ripe for the picking and utterly defenseless. Never heard of those places. Not to worry, by the time you would ever visit them, they would simply be annexed and renamed anyhow. Come to enjoy a little piece of paradise. We have been throwing around the idea of a little playpen up here for the more obedient humans. Das sind alle so, oh mein Gott. Wir haben trotzdem Sachen kaufen, okay? Nur wegen meiner, wahrscheinlich wegen meinem Key City wahrscheinlich. So, das haben wir alle schon. Beziehungsweise, warte mal. Ja doch, haben wir ja schon. Kannst ja aber nicht mal in Zeiten ausrüsten, leider. Das wäre ein bisschen seltener. So. Das ist alles, was wir schon kennen, von daher. Und ich will das Geld noch ein bisschen sparen. Das habe, glaube ich, für Sullivan, also für Corwin, müsste ich noch das noch kaufen. Cheska hat ja schon eine Goldclaw. Oh, ich hätte gerne noch hier das alles aufgepimpt, hier die Sachen. Aber da habe ich noch kein Geld dafür. Von daher, nun ja. Aber es sind mir gerade viel zu viele. Weil so schön gemappte Sachen haben immer das, den Nachteil, dass das zu viel ist und dass man irgendwie durcheinander kommt, weil es einfach wirklich viel zu viel ist, weil es viel zu viel ist fürs Auge, da kann man sich nicht orientieren und viel zu bunt und ich weiß nicht, deshalb mag ich irgendwie bei den 2K die Teils jetzt lieber, die sind so ultra derbe bunt, weil das ist ja wirklich, das ist ja bunt bis zum geht nicht mehr, ist das ja, da hat das Auge ein bisschen Probleme, ja, das ermüdet auch schnell irgendwie. Na gut, just what's going on here, stand down officer, I've got this worms under control. Very well then, as you were, madam. Worms, willst du mich verarschen? My patents for your kind worst thing. Speak quickly. Cleaning crew here. Airship about to arrive and I'm gonna go clean it. Fitting work for a damn dirt stamper. Proceed. Dreckstampfer, das ist für eine Beleidigung, naja. What's in all the skies is that thing? I got sick from looking around airships too long. Lach, just stay a good distance away from me. Naja, ihr seid wirklich alle sehr nett. It's all you now, Cocky. Let the airship know we are all clear. Okay. That's gotta be the signal. Take her down. Nice and easy. Und das merken die nicht, dass da ein riesen Luftschiff ankommt. Das muss doch für die irgendwie verdächtig sein, oder nicht? Ach, naja. Storytelling ist auch teilweise irgendwie so ein bisschen seine Löcher in dem Spiel hier. Alright, so far so good. On to the next step. We are going to need to narrow down the location of the half-breeds. Alter, time put those wings to good use. Entschuldigung. We are going to take Corwin to the Skyborn authorities. Very well. What? No!
It's alright. I can face whatever they put me through if it'll help the others. I can help heal them too once I'm there. Alright, I'll send Cocky with you. I have rewired him to act as a tracking device. When inside the Prometheus engine, I'll know exactly where he is. Once you have found him, Elder, Claret will come to you. She'll be in the machine. Things will turn chaotic after that, but with that armor, we will bring our friends back here and get out. What about me? I want to help get Corvin too. You are small enough. Why don't you ride in the Prometheus engine with me? I got my English side reader. Freud. This is it. Everyone, there's no turning back once we go in there. If we need to take a bit of time to gather ourselves and prepare, do it. We'll only get one chance at this. Ella, Corvin, whenever you are ready. Ich habe jetzt nur eine Frage. So, heißt das, dass das ein Teil vom Spiel ist? Oder ist das... Weil ich bin noch zu schwach, um die Arena fertig zu machen. Das finde ich jetzt ein bisschen blöd. Mit 8 Stunden Spielzeit kann sein, dass das gleich das Signal sein wird. Ich würde gerne die Arena fertig machen. Ehrlich gesagt, aber... Verdammt. Was soll's, hoffentlich können wir danach noch was machen. Vielleicht die Port Discord in der Sil District. Kaladori Desert, vielleicht die Uptown. Ah, okay. Jetzt kann ich hier... Habe ich nur Quests offen? Ich glaube nein, oder? Nee. Grand Haste. Suit up in the Prometheus Engine, Black into the Palace Prison and rescue the Half-Breeds. Ja, klingt ja einfach, ne? Ja, ich würde sagen, was soll's, dann mache ich halt doch kein 100%. Scheiß drauf. I've been keeping the Prometheus Engine in pristine shape for you, Claret. What an incredible piece of technology. The Skyborn won't know what he meant. This kind of technology has never been used before. But just as we don't yet know how to use it, the Skyborn don't yet know how to defend against it. Thing could set up to... Spam! Cocky, geh mal bitte aus dem Weg. Hallo, geh mal bitte aus dem Weg. Danke. So. Ah, dann gehen wir erstmal raus. This is the final leg of your journey. If you proceed, you cannot turn back. Oh. Das ist ja blöd mit der Arena. Die schaffe ich doch niemals. Das schaffe ich doch niemals mit den Viechern dort, wenn ich die Arena. Ich finde das blöd. Mach mal's. Port District, wo war das gewesen? India Strait District, glaube ich. Und dann kommen wir ja da hoch. Ich probiere mal, wie weit ich noch an der Arena komme. Und dann gucken wir mal, wenn wir es halt nicht schaffen, dann schaffen wir es halt nicht. Was soll's? Habt ihr irgendwas zu sagen Besonderes? Here's all the witches and watches, achso. Irgendwas wegen einem alten. Das ist selber schon der Old Hideout. Okay. So, for augments. Okay. I figure you guys need supplies. Take what you need. Warum muss ich dafür bezahlen? Naja. Seller, kann ich irgendwas verkaufen? Ein Ohr, Code, Platine, Ohr, nö. Das heißt, wenn das jetzt die letzten paar, ich probiere nochmal in der Arena, noch was zu machen und wenn ich es nicht schaffen sollte, dann werde ich wohl die, wenn das dann wirklich die letzten paar Wachen sind, dann gucke ich mal, ob ich mir noch irgendwas kaufen kann und dann werde ich die ganzen Augments da dran paffen. Weil wenn das, das Dingens, der Dingens da, der, das,
ja, als das Gefängnis der letzte Dungeon ist, dann lernt man einfach die ganzen Ordnungsdaten schrauben, an der so funktioniert, heißt das, und den ich dann sogar total mega